Die neue Woche startete sehr ordentlich. Es gab einen Wechsel aus Sonne und dichten Wolken. Und damit grüße ich euch zum neuen Wettervideo. Am Dienstag wechseln sich auf der Ostalb viele Wolken und ein bisschen Sonne ab. Ganz vereinzelt kann sich ja mal der ein oder andere kurze Regenschauer bilden. Die Spitzenwerte reichen maximal 18 bis 21 Grad. 18 Grad waren es in Neresheim, 19 in Bopfingen, 20 in Aalen und Elwangen und maximal 21 Grad gibt es rund um Schwäbisch Gmünd. Am Mittwoch und Donnerstag überwiegen weiterhin die Wolken, aber auch die Sonne wird immer wieder mal mit von der Partie sein. Ordentlich kann es auch mal nass werden. Die Höchsttemperatur liegt weiterhin um 20 Grad. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Wettervideo.